Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir wieder ein Werbeprodukt für euch zum Vorführen und zum gemeinsamen Auspacken. Unser langjähriger Sponsor, Firma Quintus, hat uns wieder etwas Neues, sehr Interessantes geschickt, was für Outdoor- und Gartenfreunde sehr interessant sein könnte. Und wir haben uns gedacht, wir schauen uns mal das gemeinsam mit euch an. Es geht heute um LED-Solarlampen, Gartenleuchten, Terrassenleuchten oder im Campingbereich könnt ihr das benutzen. Ich habe schon mal eins ausgepackt, um es euch zu zeigen. Hier haben wir eine Solar-LED-Lampe mit 24 LED-Lichtern. Diese Solarlampen haben eine IP65 Wasserdichte, regenabweisend und schneeabweisend. Ihr könnt sie ruhig draußen, auch im Regen oder im Schnee, stehen lassen. Braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, dass dies kaputt geht. Unter Wasser sollte es nicht sein, im Teich oder so. Dann würde es, glaube ich, nicht funktionieren. Die Solarlampen sind 120 Grad wendbar. Man kann sie auch an Wände montieren. Dazu kommen wir gleich, weil die Sachen in der Verpackung sind. Oder auch mit Steckern in den Garten reinstecken. Jetzt machen wir es mal kurz auf und schauen wir mal, was alles da drin ist. Eine habe ich schon ausgepackt, die anderen sind noch drin. Jetzt tun wir mal die alle raus. Es sind insgesamt 4 LED-Lichter, ein USB-Ladestecker, wenn es mal sein sollte, dass es eine Sonnenfinsternis gibt oder kein Sonnenlicht vorhanden ist, dann könnte man mit einem USB-Ladestecker es aufladen. Dann haben wir hier 4 Gartenpfähler, wo man die einfach reinsteckt, jawohl, und in den Garten festsetzt. Schauen schon sehr schick aus. Es ist ein Sensor mit eingebaut bei Dunkelheit oder Dämmerung, sodass die Lichter automatisch angehen. Wir haben für jedes Solarlämpchen Dübel und Schrauben. Wenn jemand es an die Wand schrauben will, ist euch überlassen. Wir werden sie im Garten benutzen. Wir werden sie jetzt einmal im Garten aufbauen. Es ist jetzt spät Nachmittag. Ein paar Stunden Sonnenlicht müssten reichen. Mal schauen, wenn es auf Nacht dämmert, ob es ein gutes Licht gibt. Jetzt haben wir bei uns im Haus, im Garten, Terrassen, Eingangsbereich, keine Beleuchtung. Jetzt kommt es auch gut. Jetzt können wir mal das probieren. Wir haben hier ein paar Treppchen, die unbeleuchtet sind. Jetzt werden wir mal ein, zwei Solarlämpchen dahin stecken und die anderen zwei weiter auf die Terrasse. Und wenn es mal dunkel ist, werden wir mal schauen, wie die Beleuchtung ist. Die Solarlichter haben einen 120 Grad Drehwinkel und einen 120 Grad Beleuchtungswinkel. Jetzt werden wir mal das auf Nacht sehen, wie sich die Beleuchtung im Dunkeln tut. Es ist auch sehr wichtig, dass die Solarzellen dem Sonnenlicht ganz hinsehen, damit sie sich aufladen können. Jetzt stecken wir mal das provisorisch nur einfach so hin. Und die anderen zwei werden wir einfach in den Garten Richtung Terrasse leuchten lassen. Jetzt haben wir eins dahingestellt, einfach nur so zu Testzwecken, damit die erste Treppe und wahrscheinlich die zweite Treppe beleuchtet wird. Das werden wir auf Nacht besser sehen und einstellen können. Die zweite Solarlampe haben wir hier hingestellt, damit die anderen Treppen vielleicht beleuchtet werden. Hier haben wir direkt zum Fenster reingemacht, aber man könnte es auch anders machen. Es ist nur zu Probezwecken. Ich könnte das auch so machen, sodass dieser Bereich beleuchtet wird. Und die andere habe ich ganz am Eck im Garten hingestellt. Wir müssten mal am Abend auf Nacht schauen, wie sich das tut mit der Beleuchtung. Es ist jetzt Punkt 16 Uhr. Recht viel Sonne. Wir werden die Solarlampen nicht aufsaugen können. Um 20 Uhr geht die Sonne unter, kurz vor 20 Uhr. Mal sehen, ob die Sonnenstrahlen unsere Solarlichter in 3-4 Stunden aufladen. Jetzt warten wir mal gemeinsam ab, bis es dunkel wird. Die Garten-Solarlichter sind, wie auf der Verpackung beschrieben, kaltweiß. Es gibt sie auch in warmweiß.
Der Preis für diese Viererpackung Kaltweiß beträgt 44,99 für euch zurzeit. Die sind runtergesetzt von 60 Euro. Also ich würde mir das zweimal überlegen an eurer Stelle. Unten wird der Link sein. Da dürft ihr gerne draufklicken und euch auch die Beschreibung anschauen. Natürlich müsst ihr es nicht im Garten benutzen. Ihr könnt es auch mit euch, wenn ihr draußen beim Campen seid oder so. Oder ihr könnt es auch als Wandlampe an eure Wand montieren. Draußen natürlich. Und so eine Beleuchtung haben. Hier ist der Ein- und Ausschalterknopf. Und hier könnte man mit dem USB-Ladekabel, wenn man keine Sonnenlichter hat, den Akku aufladen. Es dunkelt schon. Einen wunderschönen guten Abend. Ihr könnt mich wahrscheinlich jetzt nicht so recht erkennen. Es geht ja nicht um mich, es geht um die Solarlichter. Jetzt schauen wir mal, wie die Beleuchtung ist. Wie gesagt, haben wir die vier Solarlichter draußen jetzt provisorisch nur für euch, um es euch vorzuführen, angebracht. Trotz, dass sie jetzt nur drei, nicht einmal vier Stunden Sonnenlicht angezapft haben, leuchten die jetzt und man kann sehen, welche Leistung die haben. Die leuchten jetzt auf 100%. Man könnte sie jetzt auf 50%, auf die Hälfte dimmen. Mache ich jetzt gleich mal. Genau. Das sind jetzt 100%, 75%, 50% und aus. Bei so viel Licht kommt auch die Polizei. Nein, natürlich kommt die Polizei nicht wegen mir, sondern wegen der Nachbarschaft. Aber wir lassen uns nicht stören und wir stören ja auch jetzt nicht. Jetzt zeige ich es euch nochmal auf der Terrasse. Jetzt sind wir bei 100%, 75%, 50%. Je dunkler es wird, desto heller wird der Strahl sein. Wir haben jetzt 7:45. Wir werden mal schauen, wie es sich, wenn es ganz dunkel ist, ansieht. Und es werde Nacht. Jetzt haben wir ungefähr 9:30. Es ist stockfinster. Und jetzt schauen wir mal, wie unsere Solarleuchten es tun. Das ist doch mal was. Für Solarliebhaber oder für Nachteulen, die gerne nachts ihre Treppen sehen wollen. Also das Ergebnis kann sich sehen lassen, denke ich. Natürlich können wir auch die Lichter, wie gesagt, 120 Grad drehen, nach oben schauen oder nach unten. Oder ob ihr die an die Wand montieren wollt, ist euch überlassen. Aber ich werde noch die Tage rumtüfteln, wie es mir angenehm ist. So werde ich es hinstellen. Das war jetzt auf die Schnelle provisorisch für euch, um euch zu demonstrieren, wie die Lichtqualität ist. Und hiermit will ich mich bei euch bedanken, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr habt Interesse dran. Euch hat es gefallen. Wer Interesse dran hat, unten ist der Link. Einfach draufklicken und ihr bekommt diesen Artikel zurzeit für ein günstiges Schnäppchen. Somit sage ich nochmal Danke. Bis zu einem nächsten Video. Passt auf euch auf. Auf Wiedersehen.